Ja, ich bin hier in New York, wo ich fast vor 50 Jahren zum ersten Mal war. Und zwar als Pianist auf Einladung von Georges Selle. Und seitdem bin ich natürlich viele Male hier gewesen und jetzt mit New York Philharmonic wieder einmal. Und diesmal mit der 9. Symphonie von Bruckner. Ich werde oft gefragt, wie ich mich in einer Stadt fühle. Naja, es war am Anfang natürlich das Gefühl, in dieser enormen Stadt zu sein, ein anderes als heute. Heute ist das normal. Aber damals, auf meiner ersten Tournee in die Vereinigten Staaten, war New York schon etwas ganz Besonderes und ganz Exotisches. Ich habe mich irgendwie in diesen Straßenschluchten ein bisschen einsam gefühlt und habe nach Himmel gesucht, den ich nur aus einer Schlucht sah. Und das hat sich natürlich mit den Jahren gegeben, weil ich weiß jetzt, wo der Himmel ist. Ich habe natürlich in den Jahren, in denen ich New York besucht habe, auch viele Menschen kennengelernt. Zum Beispiel Horowitz auf meiner ersten großen Amerika-Tournee. Das war natürlich ein überwältigendes Erlebnis, diesen großartigen Mann kennenzulernen. Selle, Karajan, Horowitz. Die Stadt lebt eigentlich mit jedem Mal, wo ich wieder herkomme, mit diesen Namen wieder auf, mit der Erinnerung. Ja, die 9. Symphonie von Bruckner in der neuen Welt, in Anführungsstrichen neuen Welt, aufzuführen, hat natürlich auch einen besonderen Reiz. Das Wunderbare ist natürlich, dass das Publikum, das wirkliche musikalische Publikum in dieser Stadt, natürlich aus der Emigrantenszene kommt. Insofern wiederum die alte Welt in die neue gebracht hat und sie widerspiegelt bis heute noch. Das vibriert irgendwie in der Luft, wenn man die Symphonie aufführt, wenn man den Klang hier hört, den Klang mit aller Ohren hört. Das Positivste, was ich empfunden habe hier, war in der Aufführung von der Bruckner Symphonie, wie seismografisch das Orchester auf Ideen, die mir am Abend mit der Musik kamen oder aus der Musik herauskamen, geantwortet hat im Spiel. Und das war schon besonders und das war sehr beruhigend für mich, weil mir das sagte, dass die neue Welt Gott sei Dank auch noch die alte ist und die alte, Gott sei Dank, wieder die neue.